So, YouTube. Zurück zu Throne and Liberty. Ausrüstungsverzauberung. Ein Gegenstand zur Ausrüstungsverzauberung erhalten. Okay. Ausrüstungsverzauberung. Okay. Wähle eine Waffe für die Verbesserung. Okay. Ja, wähle ich. Wachstumssteine erhältst du durch verschiedene Inhalte. Mit ihrer Hilfe kannst du die Macht deiner Ausrüstung verbessern. Du kannst dir vorab die Menge der benötigten Materialien ansehen, bevor du dir Verbesserungen vornimmst. Okay. Jeder Verbesserungsversuch führt zu einer unterschiedlichen Menge an Fortschritt beim Aufstufen deines Gegenstandes. Okay. Gewöhnlich, Mittel, Größer, Spezial brauche ich. Ausrüstung erlangt eine höhere Stufe, wenn sie 100% erreicht. Du kannst den Zuwachs an Kraft sehen, sobald die Ausrüstung die nächste Stufe erreicht. Okay, also ich muss immer Stufe für Stufe gehen. Ihr Verbesserungswert kann andere Ausrüstungen nicht übertragen werden. Ihr Verbesserungswert kann auf andere Ausrüstungen übertragen werden. Okay, klicke auf Stufenaufstieg, um zu versuchen, deine Ausrüstung zu verbessern. Okay. Du kannst deine Ausrüstung verbessern, indem du auf die Schaltfläche Stufenaufstieg drückst. Ja, danke. Okay, wir haben nur die ganz normalen Wachstumssteine, nicht wahr? Kann ich jetzt hier auch mehrere reinpacken? Nee, nicht. Stufenaufstieg. Es strömt Wachstumslicht hinein. Okay, klicken und halten. Okay, halb aufgewertet. Jetzt muss ich wieder 400 reinpacken. Okay. Der Arkanstab ist jetzt Level 1. Machen wir noch eine Stufe drauf? Ja, oder? Weil der ist fast schon auf Stufe 2. Jawohl. Das lohnt sich. Jetzt ist er auf Stufe 2. Stufe 3 lohnt sich dann auch nicht so krass. Okay. Transfer, Eigenschaften. Wir müssen erstmal auf unser Inventar gehen, würde ich sagen. Und wie kann ich denn überhaupt was anlegen? Das ist nur das Inventar. Charakterinformation, nicht wahr? Kochen haben wir auch noch nicht gelernt. Wir haben noch 5 Punkte übrig. Uiuiui, wir haben lange nichts vergeben. Auf jeden Fall Wahrnehmung. Was macht denn, wartet mal, bevor ich das mal, was macht Weisheit? Grundschaden und Mana und Mana-Generation. Brauchen wir an sich ja auch nicht für den Stab. Nur Stärke brauchen wir eigentlich nicht. Gesundheits-Regeneration. Hier ist ein Übersetzungsfehler. Ich werde 14-14 machen. Level 9 sind wir schon. Okay. Erlöser. Kein Titel. Hüter der Geheimnisse, Flüsterinselheld. Hüter der Geheimnisse. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir nehmen den Titel. Was haben wir noch? Den Laden haben wir durch, den Kampf. Was? Den Kodex haben wir durch. Die Fähigkeiten. Hier. Da haben wir. Zielsicherheit. Wir können noch eine aktivieren. Er hat automatisch die Zielsicherheit genommen. Wir könnten noch tauschen gegen Askese. Mana Generation steigt um 32, 3 Sekunden lang an. Wenn wir uns nicht bewegen. Magie, Nahkampf und Fernkampfangriffe um 100. Der Effekt bleibt für 2 Sekunden bestehen. Okay, Bewegungsfähigkeiten unterbrechen die Fähigkeit nicht. Das heißt, wir müssen bei der hier stehen. Und der hier erhöht die kritische Chance für Magie, Nahkampf und Fernkampftreffer um 155 beim Angriff auf gefesselte oder festgebundene Ziele. Puh, ja, das bringt uns gar nichts. Dann nehmen wir lieber den mit. Und was war das hier? Manasphärenausbruch. Das Schleudern von Bomben oder Geschosse mit Stäben und Zauberstäben birgt eine Chance von 80%. Zusätzliche Bomben oder zusätzliches Geschosse schleudern.
Okay, 0,01% Chance aktuell. Wow. 2 Sekunden lang nicht bewegen, erhöht das Angriffstempo um 6% und die Magieschäden um 100. Okay, das klingt schon okay. 10 Wachstumsbücher haben wir. Wir haben hier auch noch Sachen, nicht? Die könnten wir auch. Die müssen wir ab Level 50 freischalten. Is your storage feeling a bit too small? Want to know how to expand it? Wo ist denn der hier? Der ist da. Wir haben immer gesagt, immer abwechselnd, nicht? Ich habe alle Sachen da unten drin. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, ja, 10. Okay. Was wollen wir upgraden? Eigentlich die Inferno-Welle, nicht wahr? Ja. Oder ich könnte auch hier wahrscheinlich den Langbogen hochbringen. Nee. Das haben wir noch nicht gelernt. Okay, also das können wir noch nicht hochbringen. Ja, dann bringen wir dich hoch. Du kannst prüfen, welche Inhalte dir Materialien für das Fähigkeitswachstum gewähren. Okay, das funktioniert genau wie die Waffen, nicht? Bla bla bla. Hier sehen wir, wir brauchen mehr. Hier sehen wir, was passiert. Und da können wir raufdrücken. Okay. Aber ich kann hier nicht mehr machen. Okay, wir machen einen Stufenaufstieg. Müssen wieder gedrückt halten. Okay. Und das ist dann zufällig, wie viel das wird anscheinend. Oh, Stufe 1 braucht 3 Dinger bei dem. So. Jetzt ist Inferno-Welle Level 2. Kostet dann auch mehr Mana mit den nächsten Stufen. Interessant. Wir können es jederzeit tauschen. Kostet uns aber Fähigkeit Umwandlungsbücher. Alles klar. Interessant. Was wollen wir noch erhöhen? Beschuss. Segen der Natur. Das Ding kann man hier mehr nach außen. Das brauchen wir nicht. Frostnebelschleier. Und das, fokussiere deinen inneren Frieden. Mana-Generation erhöhen. Nee, Quatsch. Und das hier ist der Frostnebel. Haben wir irgendwie Fähigkeiten dazu bekommen? Ja, nicht? Stimmt, die hier haben wir dazu bekommen, die beiden Sachen. Weil das Ding hatte eigentlich, unsere Abgrenzung zu den anderen Sachen. Ah, okay. Boah, man muss echt viel hier bedenken, machen, tun, nicht wahr? Ah, ich kann hier nicht upgraden. Wir können hier noch was upgraden. Achso, nee, da unten kann man nicht upgraden, hier kann man die upgraden. Alles klar, dann graden wir das noch ab. Okay, 50% fast. Jawohl, Level 2. Was können wir noch hochbringen? Komm, bei den Pfeilen bringen wir auch ein bisschen was hoch. Aber dass man das hier immer machen muss, kann man das irgendwie überspringen. Dieses Gedrückthalten ist ja ganz nett, aber... Okay, mit nur einem Ding. Also sehr viel Geklicke, nicht? Boah, der braucht 3. Okay, was wollen wir noch hochbringen? Hier den Blitz vielleicht. Wir haben noch 5 Dinger. Also da habe ich lieber so ein Buch, wo ich einfach dann
manchmal triggert das hier nicht, wo ich einfach das aufwerte, nicht wahr? Ist ja nett gemacht, aber total umständlich und nervig. So. Du kriegst jetzt das letzte Buch hier. Sehr schön. Okay. Sachen spezialisiert. Und Wachstummeilensteine. Was haben wir hier? Erklärung des Kräuterkundigen abgeschlossen. Ja. Okay, und was sagt mir das nun? Wachstumsmeilensteine? Hier, Belohnung einfordern. Hochwertiges magisches Pulver. Natürlich fordere ich das ein. Hier auch nochmal. Okay. Hier gibt es auch nochmal irgendwas, wo man halt Fortschritte macht. Oh. Ist ein bisschen too much, nicht? Also ist auch, dass es schon wieder anders aufgebaut ist als die anderen Views, aber eigentlich das gleiche machen. Ist schon ein bisschen verwirrend. Okay, was haben wir noch? Inventar. Genau, die Pulver haben wir. Okay, das will ich lagern. Warte mal, kann ich nicht... Schorle. Ja, okay, mit Rechtsklick kann ich einfach lagern. Ich lagere einfach alles, was wir nicht angezogen haben. Nee, den Level 2 Stab nicht. Das Lager ist voll. Ach du Scheiße. Erweitern. 5000. Es müssten noch mehr Sachen reinpassen. Nicht den Stab, den brauche ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Anfangssachen hier überhaupt noch brauche. Pack erstmal alles rein. Okay, Lager ist voll. Was ist das hier überhaupt? Achso, das waren die Sachen. Hochwertiges Basismaterial. Und hier ist doch Essen drin irgendwo. Weiß gar nicht, was ich mit dem Essen machen soll. Gib mir irgendeinen Buff. Packen wir uns vielleicht in die Leiste. Nehmen wir das mit. Und Angriffsheilmittel. Klingt auch gut. Und die Truhen machen wir noch auf. Kampfpass ist schon wieder... Boah, Punkte erhalten. Okay, jetzt haben wir wieder irgendwas bekommen. Man kriegt irgendwie ständig irgendwas, nicht? Pergament. Mit dem man noch gar nicht weiß, was man... machen soll. Was hat er jetzt noch? Irgendwas meckert da. Er hat da auf jeden Fall noch ein Zeichen dran. Dass hier noch irgendwas zu erledigen ist. Premium Pass kaufen. Dings, da können wir nicht klicken. Okay, keine Ahnung, was er uns da sagen will, was hier jetzt noch fehlt. Jetzt auch nirgendwo der rote Stern dran. Das kennt man ja vom Battlefield, nicht? Sachen sind irgendwie angemarkert. Wie kann ich jetzt Ausrüstung ändern? Wo ist überhaupt mein Charakter? Verwandlung, Wächter, Inventar. Bei Inventar geht nur das auf. Ausrüstungsverzauberung, Karte, Meilensteine, Eventkalender, Tötungsaufzeichnung. Okay, das ist alles hier PvP, das interessiert mich eh nicht. Hier ist Herstellen. Okay. Okay, da können wir aus irgendwelchen Pulvern und Sachen herstellen. Das kommt wahrscheinlich später noch. Ah, magisches Pulver braucht man da. Mana-Stahl und Kristalle. Gut. Kodex. Kommen wir hier hin. Fähigkeiten.
kommen wir hier hin. Charakter kommen wir hier hin. Und das hier ist halt der Bogen oder die Waffen. Kann ich hier nicht umschalten? Da konnte ich umschalten. Oh mein Gott. Das ist echt versteckt. So, dann können wir nämlich den besseren Stab anziehen. Das sieht doch noch was aus. Kann ich den hier noch da lassen? Ja, okay. Was ist das? Hochwertiges Basismaterial. Inventar. Und jetzt das hier mal öffnen oder so. Verwenden. Achso, das kann ich einfach verwenden zweimal. Alles klar. Na dann. Der hat aber einen ganz schön großen Dongel da oben drauf, unser Stab. So, wo müssen wir hin? Da oben. Ach, das war, da mussten wir uns wieder hier hoch katapultieren, nicht? Mit dem, ich weiß schon. Wo ging's hier hoch? Ich glaube, links musste ich hoch jetzt. Nee, da noch nicht. Ach so, wir müssen erstmal auf dem Friedhof. Okay, und danach da nach oben. Alle klar, alle klar. To do. Making arrangements for the contest, checking up on the farm. Ja. I know that you've come a long way, but our situation is pretty bad. We might even have to shut down the contest at this rate. Was? We must lure the wolves to proceed with the contest, but the bait we've been using just isn't working. Was? Lord Hobbs cherishes this contest. He hasn't missed a single one. You have no idea how much trouble I'll be in if this year's event falls flat. Ach, sag bloß. Wait, if you're here for the contest, can you please help me? I need some ingredients to make a new kind of bait. Natürlich suche ich dir das raus. But that's no, never mind. First you need to help me procure the ingredients needed for the bait, okay? Okay. Please defeat the crackle in the wrecks on Windhill Shores. They're tricky to find, but the wolves love eating them. The stench of crackle meat is irresistible bait for beasts like them. Also, investigate any chests that are left in the wrecks. They often contain fishing bait, which is quite effective as well. Okay. Please remember, crackle are difficult prey to hunt, so you should equip at least uncommon level armor. But why don't you pay a visit to armor crafter Rachel? I've already dropped a word with her. Okay, wir brauchen bessere Rüstung. Was concerned that the bait he was using for the wolf hunting contest wasn't effective enough. He decided to solve this problem by developing a new kind. To get a keepsake for Soyuri, you must first gather the ingredients for this new bait from Windhill Shores. Okay, dann holen wir mal die Ingredients von den Knacks, aber wir brauchen die bessere Rüstung, das nehme ich doch gerne an. Einen besseren Stab haben wir ja immerhin. Wahrscheinlich ist sie aber auch wieder faul und will, dass wir irgendwas für sie machen. Und wenn es nur hinter sie ins Regal greifen ist, nicht wahr? Guten Tag. Hallo, Dave hat mich geschickt. Naja, wir brauchen Rüstung. You need to bring materials to crafters like us to make armor. Since you came through Dave's introduction, I will provide the materials just this one time. The Lord's aid Dave introduced you to an armorsmith at Castleton named Rachel. Rachel gave you some materials and told you to craft some armor. Okay, wir haben das bekommen. Ausrüstungsverzauberung. Nee, herstellen. Rüstung. Okay, was können wir alles herstellen? Akolytenhaube, Wahrsagerhaube, Beschwörungshut, Gebetszauber, das brauchen wir nicht. Gepanzerter Hut.
Zeigt das Gebiet und die Liste der Monster, wo der Gegenstand zu erhalten ist. Okay, man kann ihn auch erhalten. Tempel von Sylaves. Okay. Oder halt selber herstellen. Ein Lederkopfschuss, aber was gibt der mir hier? Hier die Eigenschaften. Ah, muss ich bei jedem drücken? Ah, das ist ja... Oder kann ich einfach so... Okay, die haben alle die gleichen Eigenschaften, kann das sein? Das ist, glaube ich, total egal, was man hier bastelt, oder? Grundkosten. Alles gleich. Sieh dir die Eigenschaften der ausgewählten Ausrüstung sowie andere Ausrüstung mit identischen Eigenschaften an. Chance den Erhalt 6 Dezimalstein gerundet und mit 5 Dezimalstein angegeben. Okay. Das heißt, das hier ist alles das Gleiche. Das heißt, das ist nur eine Designauswahl. Ich finde unseren Lederdreispitzhut gar nicht so hübsch. Ich hätte ihn gern umgedreht oder sowas. Aber so eine Vollhaube hätte ich auch gar nicht. Wildleder, Dreispitz, nee. Haube will ich auch nicht. Beschwörungshut. Ach, hier kann ich drüber gehen. Oh. Oh Mann, dieses UI manchmal. Okay. Plus 8, plus 4. Nahkampf, Fernkampf. 10 und 2. 10 und 10. 10 und 10, okay. 12 und 8. Der geht eher auf Nahkampfverteidigung. Wahrnehmung wird erhöht. Mana-Regeneration wird erhöht. Aber dafür geht die Fernkampftrefferchance weg. Dafür Chance auf Fesseln. Boah. Finde ich gar nicht so geil. Kann ich eh nicht erhalten, so oder so. Stärke geht hier hoch, das brauche ich gar nicht. Wahrnehmung, Geschicklichkeit, Geschicklichkeit gar nicht schlecht. Hier Trefferchance. Eigentlich wäre der gar nicht verkehrt. Lederkopfschuss. Dann würde ich sagen, stellen wir das Ding her. So, wie mache ich das jetzt? Ja, und jetzt? Okay, muss ich vielleicht mit dir reden? Ah, okay, ich kann nur bei ihr das machen. Wähle eine Kategorie aus, um die gesuchte Ausrüstung zu finden. Du kannst erforderliche Materialien für die Ausrüstung überprüfen. Wähle die Ausrüstung, die du herstellen möchtest, Materialien und dann herstellen. Okay, wir wollen den hier herstellen. Steuersatz, okay, und... Ja, mehr können wir ja eh nicht machen, oder? Wir haben keine besseren Sachen. Wir haben hier auch nichts. Kann man wahrscheinlich nämlich auch andere Lederarten und sowas wählen. Und dann würde ich sagen, erstellen. Okay. So, das gleiche hier dann. Dienergewand. Stärke. Nee, das interessiert uns nicht. Beschwörer auch nicht. Wahrsagerkleidung. Oh, Wahrnehmung geht hoch und Gesundheitsregeneration. Plattenbrustharnisch, Plattenküras, die sind zu krass. Eisengambison, Stärke, nee. Eigentlich wäre Dienergewand das, aber es hat auch nur Stärke. Gibt es keine Kleidung, keine Rüstung für Fernkämpfer, nicht wahr? Das ist ja ein bisschen blöd.
Hier auch. Beschwörungshandschuhe. Wahrsagerei-Handschuhe. Akolyt-Handschuhe. Geschicklichkeit. Akolyt. Okay. Dann nehmen wir die. Herstellen. Und das war's, was wir herstellen konnten gerade. Okay. Dann wieder in Charakter. Umschalten. Ne, auf den, genau. Dann das und das auswählen. Mantel haben wir noch keinen. Tja, jetzt sehen wir komisch aus. Der Hut wackelt auch noch so toll. Jetzt bin ich eher Magier als Fernkämpfer geworden. Naja. Gut. Wir sollen einige Sachen erledigen. Dann machen wir das doch. Ich weiß, ich könnte Schnellreise nutzen, nicht? Aber ich möchte am Anfang noch durch die Nacht reisen und mir alles noch ein bisschen angucken. Irgendwann geht man eh dazu über, alles nur noch mit Schnellreise zu machen. Aber so entdeckt man hier vielleicht nachts noch andere Dinge, die man sonst nicht sieht. Leuchtende Bücher zum Beispiel. Vielleicht hier irgendwo am Rand liegen. Da hatten wir ja schon Erfolge, auf jeden Fall. Oder hier hinten in den Hügeln irgendwas. Hinterm Dings versteckt, hatten wir auch schon. Aber auf der Seite waren wir eigentlich schon oben drauf. Oder? Nee, hier. Da waren wir noch nicht, wo die hochgehen. Finde ich gut, dass es sowas gibt. Dass man schneller ohne rumlaufen nochmal irgendwo hochkommt. Guck nochmal, gibt es hier ein Buch? Da ist irgendwas, ja. Ah, Ressourcen. Okay, und die Ressourcen sind dafür da, dass wir dann daraus die Sachen herstellen können. Okay, ich lerne. Verstehe. Finde ich gut. Was ist denn das hier? Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Dann liegt hier doch sicher noch ein Buch rum. Oder war ich hier? Aber das Ding war vorhin noch nicht da. Interessant. Hier ein Buch auf dem Weg. Sehe ich nicht. Hier ist auch nichts mehr. Dann runter mit uns. Da oben ist doch was, oder? Wir gucken. Warum schreibt keiner? Weil keiner da ist. Heute ist halt wegen der Auffindbarkeit, weil ich nichts einstellen konnte, auch keiner da. Hier ist ein Buch, guckt. Ein goldenes. Das zweite. Geheimnis der Roggenfelder. Ah, du bist also in dem riesigen Gebiet ohne besonderen Grund ausgerechnet zu dieser Windmühle gekommen und hast diesen Brief gefunden. Ich war einmal für dieses Areal verantwortlich. Also kenne ich mich hier gut aus. Bis vor 2 Jahren diente dieses Areal als Schlachtfeld, auf dem Farmbesitzer und die Mächte der Dunkelheit gegeneinander kämpfen. Diese Windmühle wurde im Kampf durch Magie zerstört. Daher ist der Spieler an diesen Ort gereist, um einen Hinweis zu finden. Und inzwischen ist der 5. Ort, den ich gefunden habe, während ich versuche, diesen Brief zu verstecken. Spieldesigner P. Okay. Da haben wir schon einige Hinweise von 2 Spieldesignern gefunden. Finde ich süß gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, der mir gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann kloppen wir die Dinger da kaputt. Bis gleich.